Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, heute fangen wir so rum an, denn es geht ja um die Menschen da draußen. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Oberbürgermeister. Ich fühle mich ziemlich geehrt, dass ich es noch vor meinem 50. Lebensjahr geschafft habe, hier an dieser Stelle zu stehen und meine Bewerbung vorzustellen. Ganz kurz zu meinem Leben. Ich bin 1995 nach Dresden gekommen für ein, zwei Tage. Am ersten Tag, wo ich da war, habe ich mir schon ein Zimmer geholt, habe hier studiert, Diplom gemacht, mit Auszeichnung promoviert, magna cum laude, glaube ich, Physik und dann hier gearbeitet, erst an der Uni und dann selbstständig. In der Politik bin ich seit 2009 im Ortsbeirat, seit 2014 im Stadtrat und habe mich da immer schon um Umwelt, Verkehr und Bau gekümmert. Ich war im Bauausschuss, Umweltausschuss, DVB, Aufsichtsrat, VVO. Also ich kenne die Prozesse einigermaßen gut. Von all dem, was ein Baubürgermeister machen muss, möchte ich jetzt zwei Aspekte herausnehmen, weil ich glaube, die sind ganz wichtig für Dresden, aber auch in einem globalen Zusammenhang. Das erste ist Baukultur. Ich glaube, dass Baukultur, und Baukultur ist ja mehr als, wie sieht ein Haus nachher aus, Baukultur ist das Herz und die Seele in einer Stadt. Es ist, wie wir miteinander ringen, wie wir diskutieren, wie wir reden, wie wir uns die Stadt der Zukunft vorstellen. Das ist immer ein Prozess, der immer weitergeht. Und dort, wo keine Baukultur ist, dann sieht es auch so aus. Ne? Es ist seelenlos, es ist funktional, aber es hat halt kein Herz. Und Dresden, da ist die Baukultur ganz hoch. Und Sie wissen aus meiner Arbeit aus den vergangenen Jahren, dass ich stehe für schöne und funktionierende Häuser, ich stehe für schöne und funktionierende Straßen, ich stehe für schöne und funktionierende Plätze. Und das möchte ich ausbauen, zusammen mit den Bürgern, mit Ihnen, mit der Verwaltung. Der zweite Punkt ist so unfassbar wichtig, dass man ihn wirklich rausschreien muss. Es ist natürlich der Kampf gegen den Klimawandel und noch viel schlimmer, der Kampf, das Abwenden der globalen Klimakatastrophe. So, es ist abzusehen, dass wenn wir hier nicht etwas machen, dass hier auch in Dresden sehr schlimme Dinge passieren werden und deswegen müssen wir uns anstrengen. Ich könnte jetzt lange Zeit wieder die alten Schlachten schlagen. Wir haben sie schon geschlagen. Wir haben am 30.01. hier beschlossen, wir machen Sofortmaßnahmen, wir machen ein Klimakonzept, das wird jetzt erstellt. Da wird dann alles Mögliche drin sein. Ich will jetzt hier heute auf etwas ganz anderes hinaus. Egal, ob Sie jetzt den Klimawandel glauben oder ablehnen oder wie auch immer man dazu steht. Ich möchte sagen, warum ich für diesen Stadtrat oder für Dresden und warum der Klimawandel, warum das eine gute Kombination ist und damit wir besser vorankommen und damit wir eine Chance haben, unser Leben zu erhalten. Denn der Klimawandel und der Kampf gegen die Klimakatastrophe verändert die Rahmenbedingungen, verändert Gesetze, verändert Richtlinien, verändert Förderkulissen, heißt es, also Förderprogramme. Der Kampf gegen die Klimakatastrophe macht es, wenn man es einfach ausdrücken will, es bringt zunehmend Geld in Klimaschutz zu investieren und andersrum, das ist viel wichtiger, wenn man an die Wirtschaft denkt, es wird zunehmend teurer, wenn man nicht in den Klimaschutz investiert. Denken Sie daran, CO2-Bepreisung, das geht hoch, Ölheizung ist da wahrscheinlich nicht gut. Das heißt, wir kommen, ob wir wollen oder nicht, in eine Transformation der Stadt. Die Stadt wird sich CO2-neutral entwickeln und das ist nicht ob, sondern nur wie schnell und wann. Und diesen Prozess, den müssen wir vor Ort gestalten. Hier haben wir vor Ort Gestaltungsmöglichkeiten und wir müssen gestalten. Wir müssen das Ganze gestalten, denn CO2-neutral ist ja eine schöne Sache. Aber die Transformation zu einer CO2-neutralen Stadt, die kann natürlich nicht auf dem Rücken der finanziell Schwächeren ausgetragen werden. Transport, Heizung, Strom, Education, Kultur, Sport, das muss natürlich für alle möglich bleiben bzw. möglich werden. Wir müssen also sozialer werden. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich auch die lokale Wirtschaft nicht vor den Bus schmeißen. Ja? Also wir müssen gucken, dass wir die Wirtschaft nachhaltig wirtschaftlicher bekommen.
Also ein Bekenntnis zum Sozialen, ein Bekenntnis zu der Wirtschaft und ein Bekenntnis dazu, dass wir klimaneutral werden müssen. Und das führt mich jetzt zu der Frage, warum ich? Weil ich nicht in dem Bauch einer Partei, einer großen Partei gefangen bin. Ich habe auch keine Fraktion. Ich kann frei mit Ihnen reden. Ich kann zu Ihnen reinkommen und ich habe nicht interne Dinge, die mich, sage ich mal, wie irgendwie lenken oder bremsen oder hindern. Ich kann hingehen und kann versuchen, mit CDU, FDP und der Linken gleichzeitig zu sagen, okay, wie werden wir sozialer und gleichzeitig wirtschaftlicher? So, und sparen CO2. Das ist der große Vorteil, den Sie bei mir bekommen. Und ich weiß, die Chancen sind nicht groß, aber Sie wissen, das ist auch mein Vorteil gegenüber allen anderen Kandidaten hier. Ich war die letzten 10 Jahre hier, ich war in der Lokalpolitik und Sie wissen, viele von Ihnen kennen mich, viele von Ihnen kennen mich gut. Sie wissen, was ich kann, was ich nicht kann. Sie wissen, dass ich, wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Ich stehe zu meinem Wort. Ich kann böse werden, aber das ist sehr, sehr selten, weil meistens kann ich moderierend die Situation klären. Und das habe ich mit Veit Böhm in den letzten Jahren schon mehrfach exerziert. Wir können Dinge umsetzen, Dinge gegen den Willen, gegen Wände laufen, so lange, bis es klappt. Und genauso habe ich das mit den Grünen immer zusammengearbeitet, mit der Linken, mit der SPD. Erst heute wieder einen sehr schönen Antrag eingereicht. Also, meine Damen und Herren, es ist eine Wahlkabine. Die Wahlkabine ist nicht überwacht. Sie können dort frei entscheiden. Tun Sie sich also bitte keinen Zwang an und schon gar nicht einen Fraktionszwang. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, damit haben sich alle drei Kandidaten vorgestellt.